Gestern Nachmittag auf der B193 bei Penzlin. Nur Minuten vorher haben sich an dieser Stelle dramatische Szenen abgespielt. Nach einem missglückten Überholmanöver prallten zwei Autos frontal aufeinander. Ersthelfer, die zuvor von dem späteren Unfallverursacher überholt wurden, werden zu Lebensrettern. Ihnen ist es zu verdanken, dass eine 33-jährige Frau aus ihrem brennenden Fahrzeug gerettet werden konnte. Die drei Männer versuchten verzweifelt, auch den anderen Fahrer aus seinem Auto zu ziehen, jedoch vergeblich. Die Flammen breiteten sich extrem schnell aus, berichtet auch der Gemeindewehrführer Uwe Berndt. Also man hat relativ wenig Zeit. Nach ca. 3-4 Minuten werden die Flammen in den Innenraum des Fahrzeugs reinkommen. Nach 7 Minuten in der Regel sind die Fahrzeuge im Vollbrand. Das heißt also, die Feuerwehren ohne die Ersthelfer haben kaum eine Chance, überhaupt die Insassen aus dem Fahrzeug rauszubekommen. Ein Unfallursachenermittler der DEKRA nahm noch am Abend seine Ermittlungen auf. Die Bundesstraße B193 zwischen Penzlin und Neustrelitz musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden.